mal ganz kurz weg. Muss ich den Magnetostick jetzt eigentlich in der Hand halten? Ja. Du musst also rechts klicken und dann links klicken. Oder drauf gehen. Ich hab nicht so ganz verstanden, was ist denn. Du nimmst deinen Magnetostick raus, dann machst du einen schönen Rechtsklick auf das, was du bewegen willst, und dann passt alles. Dann ist eine. Ja, aber das bewegt sich nicht mit meinem Maus. Das bewegt sich nicht mit meinem Mauszeiger. Ja, weil es ein bisschen hinterher hinkt. So ganz leicht. Nee, ich kann irgendwie nichts bewegen. Ich schlag gerade Dario den Schädel ein, weil er unbedingt weggehen musste. So, hi Dario. Auch wenn das nicht gehört hat, hi zählt trotzdem. Gut, wo seid ihr denn schon wieder hingelaufen? Dario lebt noch. Das sag ich dir nicht. Dario lebt noch, aber er hat ja gesagt, er geht. Also hallo. er steht ja draußen am Ausgang, Eingang. Ja, ich bin jetzt wieder da. Okay. Ah. Ich hab dir schon hi gesagt, also. Na? Echt? Ja. Lol, das ist irgendwer gerade durchgeglitscht. Sah grad so aus. Ja, irgendwie hat's gerade gelaggt, wie Sau. Bei mir hat alles gepasst. Wer hostet denn schon wieder diesen Dreckserver? Ich freu mich ja auch wer hostet schon. Den wohl? Ich schon kein. Hi, Peppi. Oh. Hi. Weg hier. So, jetzt fehlt mir nur noch Bierde und dann. Ich bin in den Toiletten, den Männertoiletten, höchstwahrscheinlich. Männertoiletten? Den Männertoiletten, da gehörst du aber nicht hin. Nein, ich weiß. Aber da gibt's auch Klos, wo man sich draufsetzen kann. Oh, geil. Okay, wer ist das? Das ist der Laser. Da bist du schon wieder, ich habe dich ja schon begrüßt. Und da ist Birdo, hi Birdo. Ich, einer von euch ist wieder der Traitor. Ja, bis jetzt Einer von euch muss der Traitor sein. Das würde ich auch sagen, Peppi. Wenn ihr mich ständig nachmacht, dann bemerkt ihr gar nicht, dass das immer wahr ist, wenn ich das sage. Das ist voll schlimm. Ja, toll, wir können jetzt auch sagen, dass hier ist das jemand. War's. Birdo. Ja, ich bleib bei dir, aus Sicherheitsgründen. Nein. Diesmal finde ich tatsächlich wenig Leute. Wenn ich aufs Klo gehe, will ich dort allein sein. Ja, auf dem Klo darfst du allein sein. Vorher haben wir uns ja dauernd begegnet, jetzt irgendwie. Ja, die Map ist halt ein bisschen größer und wir sind nur zu viert. Nein, gerade eben haben wir in der einen Runde haben wir uns, da hat sich Birdo King ja beschwert, dass man keinen sieht. Okay. Ach, hier ist der Spiegel. Mhm. Ah, hast du ihn auch mal gefunden? Ja. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich euch allen gesagt, wo der Spiegel war. Ja, aber, okay. Aber ich wollte ja nicht hin. Oh, lol. Also, Virus hinter mir. Weil ich Angst hatte, dass der Traitor da eine Bombe gelegt hat. Okay, ja. Also eine Bombe erkennt ihr an dem ganz leisen, hohen Peppi ist hinter mir. Wenn man mal wieder kommt. Oder wenn ihr sie am Boden seht. Ich wette, Peppi ist es. Was? Nein. Ja, mit Sicherheit, das ist Peppi diesmal. Er muss es sein. Ich finde auch, dass es Peppi ist. Er muss es einfach sein. Was für Beweise habt ihr? Ganz einfach, weil das noch nie war. Was der Mystik sagt, der ist es. Ey, Peppi, schieß auf mich! Den Trick kennen wir schon von dir, Dario. Also, nein. Kannst du vergessen. Peppi, sag mal was. Dario, sag mal was. Okay, Dario ist der Verräter. Ja, ich liege. Oh. Nein? Shit, ich dachte, du wärst der Verräter. Ja, nein. Das ist es nicht so ganz. Ja. Sorry. Wenigstens weiß ich jetzt, wer der Verräter ist. Nee, ich bin's nicht. Nein, ich weiß es, weil ich die Leute auf der Karte sehen kann. Ach so, ja, klar. Ja. Mhm. Es gibt eine Karte? Nein, aber man sieht die Namensschilder durch die Dinge durch. Psst. Ich hab doch gerade was gehört. Ich glaube, du vertust dich. Du vertust dich echt hart, ja. Nee, ich habe eine Bombe gehört. Aha! Meinst du, der Peppi ist in der Lage, sie zu benutzen? Ah! Ja! Ja, verdammt! Ich hab doch gesagt, der Peppi ist es nicht, weil die Statistik es gesagt hat. Auch wenn ich dann zwischendrin gesagt habe, der Dario ist es. Statistik ist gucken, ist cheaten, das geht nicht. Nein, es muss einfach, weil Peppi war es noch nie. Okay, ja, nee. War es einmal, dann ist er da auf dieser Baustelle, Kriegsteil. Auf jeden Fall nice, gönn ich dir. Einfach von hinten umgehauen. Aber das war jetzt wirklich das zweite Mal erst. Wie viele Runde war das auf der Karte hier? Noch zwei Runden. Noch zwei, okay. Kann mir übrigens, wie kriegt man eine Bombe? Gute Frage. Nee, Quatsch, musst du dir wahrscheinlich kaufen. Hat mir wieder einer die Shotgun geklaut, wer war jetzt das? Happy. Du Rebbe. Wo? Mit C? Mit C, wenn du Traitor bist.
Ach so. Noch ist ja nicht klar. Nee, Moment, da kannst du C4 kaufen. Wo kriegt man die Bombe her? C4 ist eine Bombe und dann gibt's noch die Jihad-Bombe und die kannst du auch dort kaufen. Selbes Ding, wenn du Trader bist. So. Ah, okay. Dann wollen wir mal den Geheimgang zu den Shotguns gehen. Oh. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Shotguns mit Muni für zwei Shotguns. Ach, verdammt! Ich wollte gerade gucken. Ich habe nicht gemerkt, dass du mir hinterhergegangen bist, du Radde. Ich bin hier von der Seite gekommen. Ja, voll der Mist. Geheimgang, was für ein Geheimgang. Jetzt muss ich erstmal zu einer Stelle kommen, wo ich mich wieder. Dario? Hey, Birdo! Also, Peppi, du zählst, die habe ich schon high gesagt. Ja, Dario ist es! Mann! Warum war das kein One-Hit? Okay, wo bist du? Dann helfe ich dir. Oh. Also war es doch mehr oder minder One-Hit. Oh, das... Gleich. Ich hab nur einen Schuss gehört. Ich dachte, du bist noch am Leben. Scheiße. Nope. Und, oh Gott. Ich dachte, das wäre Peppi, der mir entgegenkommt. Voller Dreck. Nee. Ich hab dich nur laufen sehen und dann bist du gegen die Wand geprallt. So von den Kugeln so. So von der Seitenansicht. Wow, alter Finne. Komm schon, Peppi, rette den Tag, was los? Peppi ist ein Bob, der kann halt nichts. Wenn Diegelmeister Dario hier ankommt, fuck! Yes. Ja! Da geht er da hin, an die Wand gebappt, die Sau. Nachladen. Ach, vier Schuss reicht. Schön, mehr brauche ich schon Dario nicht. Sehr nice so. Gemacht. Respekt. Danke. Also man muss hier auch einen großen Respekt geben an denjenigen, der die Karte erschaffen hat. Die ist echt schön gemacht. Muss ich auch sagen. Allerdings muss ich finde auch, die sollten wir aus der Rotation wieder rauswerfen. Ich finde die irgendwie. Ja, weil sie einfach zu schön ist. Sie passt zum Rest des crappigen Scheißes nicht. Aber für ein Casino sind da echt zu wenig Casino-Tische, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch, ich glaube, es soll genau das Casino Real aus weg da. James Bond darstellen. Ich bin zu gut im Duckjump. Ist das von. Ich hab James Bond Casino Royale nie geguckt. Ja, da hast du wahrscheinlich auch nicht viel verpasst. Ist das der Dings, der. Der Crack, ja, der Daniel Crack. Nein, ich meine, der Raum. Ist das so nachempfunden? Ja, so Teile, wow. Also des Designs außen und. Da geht man weg, Leute. Irgendwer schießt auf mich. Definitiv. Aber wer schießt auf dich? Das wäre viel interessanter zu wissen, du Mongo. Wäre wirklich Baby interessant, verdammte Scheiße nochmal. Ja, ich hab's echt nicht erkannt. Der hat die Tonlage gemacht. Was für eine Tonlage? Deine Tonlage. Boah, erzähl mir nix. Auf jeden Fall. Ihr seid im Gebäude, jetzt kann ich rumcreepen. Oh, haha. Oh Gott, ich hab's voll erschreckt. Eine Dose. Nein, eine Dose. Nein, hier sind keine Dosen. Wäre schön, wenn es hier Dosen gäbe. Peppi und die Dosen des Schreckens. Oh mein Gott. Wird neuer Bestseller. Zeig dir mal den Hammer des Schreckens. Ich will das Klavier. Da unten ist er. Hörtet ihn. What the fucking? Yeah! Ja, one hit! Oh, von hinten, lausig! Von hinten! One hit! Du hast mich gar nicht erwischt, es war Dario. Ja, eben, deswegen ja. Ja, aber von hinten, weißt du. Einen Schuss abgegeben hat. Ja, komm, das kann jeder von hinten. Woher hast du das jetzt gewusst? Nein! Oh nein, Dario ist Detective. Wir lieben dich doch alle. Wie sollen wir das nur alles überleben?